Sie ist die ewige Stadt, Rom. Und weil sie vermutlich eine der schönsten Städte der Welt ist und natürlich auch Sitz des Vatikans, ist sie auch das Ziel vieler Touristen und Pilger. Auch die Ministranten aus dem Bistum Eichstätt wollen heuer wieder nach Rom. Doch die Reise muss gut vorbereitet sein. Deswegen gibt es für die Begleiter der Ministrantenwallfahrt eigene Vorbereitungskurse auf Schloss Hirschberg. Und dabei ist die Stimmung gut, nicht zuletzt wegen der Direktschalte auf den Petersplatz. Sie ist auch Schweizerin, hat Krankenschwester gelernt, ist mit einem Arzt verheiratet und arbeitete früher beim Don Tedesco im Pilgerbüro. Das war jetzt nicht Evelyn. Bei der Wallfahrt ist eine große Anzahl an Gruppenbetreuern mit dabei. Sie kümmern sich während der Reise um die Ministrantinnen und Ministranten im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Die Treffen im Vorfeld sind deshalb unerlässlich, weil sich die Betreuer untereinander besser kennenlernen sollen. Das ist auch nötig für die Teameinteilung. Das ist mir ganz wichtig, dass einfach jeder das einbringen kann in diese Wallfahrt, in die Betreuertätigkeit, was ihn und was sie ausmacht. Also jeder mit seinen Charismen, mit seinem Talent, mit seinen Fähigkeiten. Und nur dann sind wir ein geniales, großes Team, wenn jeder das reingibt, was er reingeben kann. Anfang Juni sind die Minis aus dem Bistum Eichstätt eine Woche lang in Rom unterwegs. Und da ist einiges geboten. Langweilig wird es auf der Rom-Wallfahrt auf keinen Fall. Also die Highlights sind natürlich touristische Highlights. Zum einen, dass man diese Stadt kennenlernt, dass man die bekannten Bauwerke kennenlernt, dass wir die schönsten Kirchen Roms, die größten Kirchen Roms uns anschauen gemeinsam und dort vor allem auch gemeinsam Heilige Messe feiern, also den Glauben feiern und zeigen, Ministrant sein, das ist nicht nur einfach als Statist vorne zu stehen, sondern wirklich mit dabei zu sein und seinen Glauben zu leben und das auch nach außen zu zeigen. Die Minis, die schon mal in Rom waren, wollen meistens noch mal dorthin. Die Eindrücke, die die Stadt hinterlässt, sind prägend für das ganze Leben. Die erste Romreise vergisst man nie. Das war 2014, war ich das erste Mal dabei. Und ich war überwältigt von dieser Stadt, von diesen Kirchen. Die sind ja so, dieser Petersdom, mit denen läuft man rein, weiß erstmal gar nicht mehr wohin. Also ich bin unheimlich begeistert von Kirchen und die Faszination, dass man einfach jeden Tag in mehrere verschiedene andere Kirchen reingehen kann und auch die ganzen anderen Bauwerke von Rom anschauen darf und die vor alle Leute so Premium-Karten, sage ich jetzt mal, kriegt, um da reingehen zu können. Ist einfach Wahnsinn. Die Rom-Wallfahrt genießt im Bistum Eichstätt einen äußerst guten Ruf. Bereits jetzt sind alle Plätze vergeben. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch stattfindet und Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.